Ich bin's wieder, euer Dave, und heute machen wir mal wieder ein wunderschönes und sehr geiles Tutorial. Und zwar machen wir ein Blatt mit Wassertropfen und einem scharfen, nicht scharfen, genau, einem unscharfen Hintergrund und einem leichten Unschärfeeffekt am Rand des Blattes. Ich zeige euch das Bild jetzt mal kurz in groß, dann könnt ihr das genauer sehen. Ich finde, das ist ziemlich geil, weil wir einmal den Hintergrund haben, der eben schon verschwommen ist und dann schon einen unschärfen Effekt hat. Und was ich dann halt noch geil finde, ist, dass von oben ab auch nochmal so ein unschärfen Effekt reingebracht wurde von mir. Und so bekommt das Bild richtig viel Dynamik. Und der untere Teil ist dafür noch umso klarer und umso schönere Details sichtbar fürs Auge. Und ich fand den Effekt so cool, dass ich den euch unbedingt mal zeigen wollte. Und da verbinden wir eben verschiedene Techniken. Einmal die Wassertropfen, einmal die Unschärfe. Und wer nicht weiß, wie man gescheite Wassertropfen macht, ich habe da ein ganzes Tutorial drüber, wo sich nur um die Tropfen dreht. Das könnt ihr euch mal gerne anschauen. Das verlinke ich mal irgendwo in der Infokarte, wenn ihr da Bock drauf habt. Und ansonsten werden wir das machen. Und ja, ich habe mal gedacht, wir machen mal ein bisschen was mit mehr Farbe, damit da auch mal ein bisschen mehr Farbe reinkommt bei mir. Und deswegen auch dieses geile Grün. Die Worte! Grün! Grün, ja, grün! Und wie grün? Wie? Oh, Kristallgrün! Kristallgrün! Kristallgrün ist einfach grün! Unglaublich grün! Also ich finde es richtig klasse. Mir hat es mega viel Spaß gemacht. Das Video lasse ich am Stück laufen. Ich habe, wie gesagt, immer nur die unwichtigen Parts, wenn ich mir mal was hole oder so, weggeschnitten. Und das läuft aber ohne irgendeine Beschleunigung, weil das ist jetzt, sag ich mal, so kurz mit einer Stunde 20 oder Stunde 10, dass ich mir gedacht habe, komm, ich lasse es einfach mal so komplett. Dann seht ihr mal, wie das komplett läuft. Das bietet sich ja bei dem Video geradezu an. Und deswegen habe ich das mir gedacht, machen wir das doch einfach so. Und Nein, doch. Oh. dann bekommt ihr da mal einen richtig guten Eindruck, wie das bei mir funktioniert. Mit normaler Geschwindigkeit. Und ja, das wird auf jeden Fall sehr cool. Da sind ein paar viele coole Techniken dabei und ihr könnt da sehen, was da noch alles so bei rumkommt. Und genau, das ist eigentlich schon mal das. Jetzt habe ich mich ja schon ziemlich verbrabbelt wieder. Wenn ich immer nur wüsste, ich verliere immer so gern schnell meinen Faden und muss das Thema anfangen, dieses Intro zu machen. Aber sei es drum. Mir, ich habe ja noch den Aufruf gestartet und da muss ich sagen, war ich richtig, richtig happy, weil die liebe Biene zum Beispiel hat mir noch ihre Bilder geschickt, was ich sehr cool, da war ich mega. Das hat mir richtig getaugt, also schickt mir gern noch weiter, wenn ihr mit im Video dabei sein wollt. Jetzt werde ich auf jeden Fall eins machen. Jetzt habe ich auf jeden Fall mal genug Futter für das Ganze. Aber wenn ihr noch mit euren Artworks mit dabei sein wollt, dann müsst ihr mir die halt noch per E-Mail schicken. Da schaut euch gerne das Video an. Kann ich jetzt auch nochmal schnell verlinken. Dann habt ihr das dann auch parat, wenn ihr das möchtet. Und ansonsten, genau, der liebe Jan, der hat mich noch gefragt. Jan heißt er, glaube ich, ja, Jan. Hat mich noch gefragt, ob ich denn mal abfilmen kann, wie ich fortskizziere. Und ich benutze ja einen Beamer und habe mir gedacht, da mache ich jetzt gar keinen Schmuh drum. Das passt, das würde auch gerade zeitlich ganz gut zu dem Video hier mit reinpacken, passen. Und deswegen habe ich das einfach mal für euch mit reingepackt. Also nicht wundern, die ersten paar Minuten seht ihr mal, wie ich sowas fortskizziere. Bei dem Bild hätte ich es jetzt ehrlich gesagt nicht gemacht, weil das so einfach ist, dass ich es eigentlich komplett von Freihand raus geschafft hätte. Aber eben zum Zeigen, wie ich das generell mache, habe ich das jetzt hier einfach mit reingenommen, weil es eben auch nicht so viel ist, dass es dann ewig viel Zeit frisst. Und dann hoffe ich ja, dass dir das gefällt und du dann mal einen Einblick kriegst. Und davon natürlich einen extra Daumen nach oben, gell? Ist ja klar. Und dann haben wir, glaube ich, soweit alles gesagt. Ich habe wahrscheinlich eh wieder die Hälfte vergessen. So wie immer. Das passiert dann. Das hole ich danach im Video. Da habe ich ja jetzt genug eine Stunde Zeit zu quatschen, um mit dem Mund fusselig zu reden. Und in dem Sinne, meine lieben Leute da draußen, freut mich, ich muss noch kurz sagen, es freut mich richtig. Jetzt kommt langsam richtig Leben in die Bude hier rein. Viele stellen Fragen, viele machen mit. Finde ich richtig cool. Wir knacken bald die 1000 Abonnenten. Also,
Ich bin gerade richtig glücklich und froh drüber. Oh, es macht gerade auch noch richtig viel Spaß. Eben euer Feedback macht mir richtig viel Spaß. Gerade das, was die Biene zum Beispiel geschrieben hat, hat mir auch wieder richtig motiviert, war auch wieder richtig klasse. Vielen Dank dafür. Und genau, das Video werde ich dann irgendwann bald mal anfangen. Und wie gesagt, da freut euch schon mal drauf. Und in dem Sinne würde ich sagen, wir gehen jetzt ab zum Maltisch und viel Spaß. So, ihr Lieben, da sind wir am Maltisch dran und ihr seht hier meinen Leinwandkarton, den ich jetzt schon einmal weiß vorgrundiert habe. Ich nehme die nie nackt, die Leinwände. Und den habe ich jetzt eben, wie gesagt, schon einmal vorgrundiert mit weiß. Und jetzt kommt eben noch der Bleistift dazu. Bei einer weißen Leinwand Bleistift, bei einer schwarzen Leinwand der weiße Stift. Und das ist auch schon alles. Und da haben wir schon den schönen Beamer, wie man sehen kann. Der ist sehr elegant an meinen Rechner angeschlossen. Also ja, und das zeige ich nur für dich. Das ganze Chaos, das Wirrwarr da unten, das verstecke ich ja mal ganz gern. Aber wie ihr gesehen habt, am Rechner ist dann das Referenzbild eben eingestellt. Jetzt muss ich noch schnell oben mal fix die Lampe ausmachen, sonst sehe ich nämlich nicht mehr viel. Und wie gesagt, der Beamer steht auf so einem Beamer-Gestell und dann mache ich den eben an, das Referenzbild dann eben halt groß und dann richte ich das Ganze auf die Größe auf, die ich halt haben möchte für das Bild, was für Medium ich habe. Hier habe ich es jetzt mal fertig ausgerichtet für euch und da sehe ich dann immer schon, wie groß es sein wird. Mit der Technik hat man halt immer ein 1 zu 1 Bild, also da stimmen die Proportionen halt immer zu 100% oder 98, man fummelt ja mal noch ein bisschen mit der Hand selber darum. Aber wie gesagt, das ist eigentlich eine Technik, die mit der komme ich mit am besten klar, weil ich einfach so nicht Gefahr laufe, dass es dann unförmig aussieht oder so. Ich bin jetzt nicht der beste Freihandzeichner, wenn ich ganz ehrlich bin. Oh, das habe ich auch schon im Untergrundvideo mit dem Fortskizzieren auch schon gesagt. Da bin ich nicht der absolute Profi und es ist für mich auch gar kein Ding, das zu sagen. Aber viele setzen es natürlich voraus, die sehen meine Bilder und denken sich natürlich hier, ich kann alles perfekt aus der Hand raus, aber ist nicht so. Dann natürlich der Blödsinn am Beamer, der musste sein. Und wie ihr seht, jetzt nehme ich meinen riesigen Bleistift, den ich noch habe, und zeichne das eben vor. Ich habe tatsächlich keine Bleistifte mehr. Man kann es kaum glauben, aber ich habe jetzt alle so weit runter radiert, dass ich jetzt echt noch froh war, dass ich den kleinen Stümmelchen, den kleinen Stummel da noch gefunden habe. Und jetzt kann ich das Ganze eben vorzeichnen und Entschuldigung, ich habe schon wieder so einen fusseligen Mund. Kurz was trinken. Ah, genau, ich zeichne jetzt eben mir die markantesten Sachen vor. Also das würde ich euch immer empfehlen. Immer das vorzeichnen, was ihr als Anhaltspunkt braucht. Also ich zeichne nicht exakt jedes Detail ab, weil, und da kommen wir nämlich auch noch dazu, ist natürlich, umso mehr man da mit dem Bleistift oder mit dem weißen Stift reinarbeitet, umso mehr läuft man Gefahr, dass das halt an manchen Stellen nachher durchdrückt oder sichtbar bleibt oder halt stört und man viel mit der Airbrush-Farbe drüber arbeiten muss, um das wieder wegzubekommen. Deswegen arbeite ich da relativ sanft und relativ nur das Nötigste, was ich brauche. Also ich nehme da jetzt nicht jedes Detail ins Korn, sondern wirklich für mich das, was ich nachher fürs Airbrushen als Anhaltspunkt brauche. Und dass das Bild gerade so flackert, das ist jetzt liegt jetzt nicht am Beamer oder so. Das nimmt jetzt irgendwie die Kamera halt so aus. Normalerweise ist das Bild ganz ruhig. Und also der Beamer flackert jetzt nicht so, das ist jetzt aufnahmebedingt einfach so. Oh, das mal noch dazu gesagt. Und wie gesagt, ich zeichne da jetzt natürlich den Umriss und dann die markanten Sachen vor. Und da könnt ihr schauen, so sieht das dann aus, wenn ich dann fertig bin. Und dann habe ich schon meine grobe Skizze, die einfach genau passt, genau auf die Größe und geht halt mega schnell. Das ist, glaube ich, das, was mir damit am meisten gefällt. Es geht sehr schnell und es spart mir mega viel Zeit ein. Ja, und dann hat man halt einfach eine perfekte Vorlage, auf der man arbeiten kann. Und als allererstes werden wir jetzt wieder abmaskieren. Genau, ihr habt richtig gehört, wir maskieren ab. Wir nehmen wieder ein Reststück
für den Hintergrund. Hier sind die drei Töne, die ich mir gedacht habe, die nehme ich jetzt raus. Das, die zwei Gelbtöne und das, den Grünton für das Blatt, die Transparenten. Und für den Hintergrund habe ich mir gedacht, nehme ich mir doch mal die Total Covers von der Schminke. Die haben die mir ja geschickt. Und bei denen ist natürlich das Geile, die decken mega gut. Also Total Covers decken sehr stark, haben eine sehr starke Pigmentierung. Und das merkt man auch beim Arbeiten. Und da habe ich mir gedacht, ach, perfekt. Dann muss ich nie so viel aufbringen wie verrückt. Und dann brauchen wir natürlich nur ein Skalpell. Aber um auf die Farben nochmal zurückzukommen, es ist natürlich gelb und blau. Da wird jetzt eine sagen, hä, ist ja aber grün der Hintergrund. Klar, wir mischen das natürlich selber. Blau und gelb gibt natürlich grün. Für die Leute, die es nicht wussten. Schaut euch mein Farbvideo an, dann wisst ihr alles drüber und auch über den Farbkreis, was ihr wie mischen müsst. Und genau, das machen wir jetzt so und dann haben wir nämlich nachher einen schönen Grünton. Aber jetzt erstmal maskieren wir das schöne Blatt ab, weil das wollen wir natürlich mit den transparenten Tönen bearbeiten. Warum auch mit den transparenten? Weil ich will ja nachher noch sehen, was ich vorskizziert habe. Wenn ich jetzt natürlich die Total Covers auch dafür benutze, was natürlich auch für den einen oder anderen Sinn ergeben würde, macht natürlich wenig Sinn, weil wir dann alles abmaskieren und wir dann uns den ganzen Step mit dem Beamer hätten sparen können, weil wir dann einfach nachher den Bleistift nicht mehr sehen. Deswegen nehmen wir da einmal die transparenten und einmal die deckenden Total Covers. Die Total Covers sind deckende Töne, opake. Und die benutze ich eh selten und das war einfach perfekt und die haben mir da auch wirklich gut gefallen. Und da wieder mal einfach geil, dass mir Schminke die einfach zugeschickt haben zum Probieren. Also wirklich mega cool. Da einfach nochmal tausend Dank. Ich merke es immer wieder, wie cool es ist, wenn man dann das Zeug einfach da hat und es benutzen kann. Also mega gut. Und jetzt eben maskieren wir das schöne Blatt einmal ab. Ihr seht schon, die Folie ist ja benutzt. Die ist schon ein bisschen zusammengeknittert an ein paar Stellen. Die schmeiße ich jetzt danach, so nach dem Projekt zum Beispiel, weg, weil die dann auch schon so ein bisschen die Klebekraft verloren hat. Aber für sowas, no way, warum nicht, oder? Bevor ich jetzt jedes Mal neues Zeug kaufe, ich meine, kostet ja alles Geld, und dann nehme ich das alte. Und hier wieder die RZ-Maske, die ich letztes Mal schon erwähnt habe bei dem Whisky-Tutorial. Die wollte ich jetzt mal kurz ein bisschen genauer vorstellen. Die habe ich schon sehr lange, also auch wirklich schon vor Corona. Und die hat eben hier so eine Kohlefilter-Einlage, so eine ganz dünne, aber die zieht schon mal mega viele Pigmente raus. Wenn man nicht noch eine Absaugung hat oder so, ist die wirklich mega gut. Die kann ich richtig empfehlen. Also fürs Airbrush super, da sind eben die Filter mit dabei. Also wirklich ein gutes Teil. Und damit sehe ich auch so richtig sexy aus, finde ich. Da sehe ich so richtig aus wie so ein Papagei, finde ich mich da mal so mit dem Schnabel. Ich fand es so geil, ich habe so lachen müssen über den Blödsinn hier. Ja, das ist wieder herrlich. Oh, wie gesagt, die ist nicht schlecht, die ist bei mir bloß zu klein. Ich hätte eine größere Größe kaufen müssen, da gibt es glaube ich S, M, L oder so. Ich habe glaube irgendwie M und ich bräuchte L. Aber ist immer noch vertretbar, passt immer noch. Deswegen eine gute Maske. Die gibt es auch in zigtausenden verschiedenen Designs, also wenn ihr da Wert drauf legt, könnt ihr da mal schauen. Vielleicht schaue ich mal, dass ich euch einen Link reinpacke zu einem guten Händler, der die anbietet, wo ich sie auch gekauft habe. Dann könnt ihr da mal schauen, ich haue es mal in die Infobox rein für euch. Und genau, jetzt machen wir das Ganze mit den Total Cover Farben. Und ich habe jetzt von dem Gelb 10 Tropfen genommen und von dem Blau nur einen Tropfen. Und es gibt schon einen sehr schönen Grünton. Und jetzt schauen wir einfach und beziehungsweise achten jetzt einfach darauf, dass wir noch ein schönes, gleichmäßiges Spritzbild machen. Dass wir es eben schön gleichmäßig draufsprühen. Was jetzt hier Paradebeispiel ist, wie es nicht funktioniert hat bei mir. Es würde jetzt dem einen oder anderen jetzt vielleicht nicht unbedingt auffallen, aber die Gun hat nicht sehr schön funktioniert. Die hat sehr viel ungleichmäßig gearbeitet und ich habe dazwischendrin dann mal immer wieder abgecheckt, so. Warum ist das so? Die Nadel ist frei, die Düse ist frei, die war frisch geputzt, bla bla bla. Hab das alles abgecheckt und hab mir gedacht, da kann nur noch Dreck drin sein. Ist manchmal so, dass vielleicht, ich habe ja einen Border Collie, der hat ja wie die Hölle, ja. Also ich weiß nicht, wenn ihr einen Border Collie habt, wisst ihr, was ich meine. Und gerade speziell in so einem Fellwechsel, ey, Katastrophe, der hat mir schon zwei Staubsauger gekillt, ja.
Das kann manchmal sein, das ist mir auch schon passiert, dass dann mal so ein Haar irgendwie da reinkommt und dann brusht man los und dann steckt das halt vorne in der Düse. Ja, Prost, Mahlzeit. Da kannst du machen, was du willst, da muss halt nochmal zerlegt werden. War jetzt dann hier, habe ich mir gedacht, die einzige noch sinnvolle Option, dass da irgendwas drin steckt an Dreck. Und ich zeige es euch auch später, dass tatsächlich irgendwo in der Pistole und ich meine, ich putze die immer gründlich und gut, aber es lagern sich natürlich im Innenkörper auch teilweise dann Farbe ab, wo ich jetzt nicht unbedingt immer hinkomme. Aber im Zusammenspiel natürlich mit dem Alkohol und dem Ultraschallreiniger löst es das halt immer wieder an. Ist ja auch Sinn und Zweck der Sache, aber in dem Fall hat es das dann irgendwann mal angelöst und gerade speziell hier ist es dann irgendwann einfach mal in der Gang abgegangen und ist natürlich dann nach vorne gewandert in den Mischbecher und dann an die Düse und hat die mir natürlich dann verstopft. Und das Stück habe ich tatsächlich vorhin dann irgendwann mal gefunden und das werde ich dann auch irgendwann mal in die Kamera halten. Das wird jetzt wahrscheinlich noch ein Weilchen dauern, bis das passiert. Das ist mir dann erst ein bisschen später aufgefallen, aber da einfach mal, da könnt ihr mal sehen, da passiert so viel Scheiß beim Airbrushen. Da kann so viel passieren, man muss halt einfach nur an den richtigen Stellen suchen und dann funktioniert es auch. Und tatsächlich danach habe ich die einmal nur schnell sauber gemacht, so ein Quick Cleaning und dann war die danach wieder butterweich und hat die richtig gut funktioniert. Also jetzt bin ich selbst jetzt nicht zufrieden, da jetzt hat sie schon zwar nicht gespuckt, aber es war einfach nicht gleichmäßig. Und ich wollte hier für den Hintergrund eigentlich was Gleichmäßigeres haben am Anfang, damit es einfach schon mal einmal stimmiger aussieht. Aber wir arbeiten jetzt hier am Hintergrund natürlich noch nachher mit noch ein bisschen mit Braun und so. Deswegen ist das alles vertretbar. Aber ja, das sind so Kleinigkeiten, die können einen manchmal zur Verzweiflung bringen, gerade wenn man Anfänger ist und sich denkt, so, what the fuck, warum funktioniert das nicht? Was habe ich falsch gemacht? Bla bla, da geben die meisten auf und da seht ihr mal, das passiert mir natürlich auch. Aber man muss halt einfach die richtige Lösung finden. Jetzt muss ich doch nochmal was trinken. Ich habe heute ein bisschen heiseren Hals. Also ich werde jetzt öfters mal ein bisschen was dazwischen trinken. Ja, nicht böse sein, aber ich habe mich, glaube ich, ein bisschen verkühlt bei dem geilen Sommerwetter jetzt gerade. Der kalte Wind war nämlich tückisch. Man sieht jetzt nämlich auch, da unten ist jetzt viel dunkler, weil es die Farbe zwar schon gut gemischt hat, aber durch das Verstopfen und das alles ist es halt noch nicht gleichmäßig rausgekommen. Das heißt, da, wo da ein bisschen nach Farbe nachläuft im Becher, ist natürlich dann da ein bisschen farblicher Unterschied. Und das kann da natürlich ein Bild versauen oder zerstören, war jetzt hier Gott sei Dank nicht das Problem. Und deswegen auch halb so wild. Aber die Total Cover Farben, muss ich sagen, bin ich überrascht, sind sehr gut. Also qualitativ sind die Farben eh gut, aber ich hätte nicht gedacht, dass ich sie gleich wieder so bombig decken. Ich habe ja das 10 zu 1 Gemisch hier gehabt mit dem 10 Tropfen Gelb, 1 Tropfen Blau. Und jetzt habe ich dann irgendwann angefangen, nur noch Gelb reinzunehmen und dann noch ein bisschen so zu highlighten. Das deckt zwar sehr gut die Farbe, aber noch nicht 100%, sodass natürlich so ein bisschen ich dann auch wieder so ein bisschen die Farbe auf der Fläche gemischt habe, so ein bisschen. Und so ein bisschen auch so ein bisschen Flecken reingebracht habe, die mir aber auch bewusst und auch wichtig waren. Das heißt, ich will den Hintergrund nicht nur einfarbig haben, also eine durchgängige Farbe, sondern ich will, dass der ja schon verschwommen ist, dass es auch einen Unschärfeneffekt hat, aber dass dahinter auch was passiert, dass man da auch was sieht, damit es auch eine Dynamik kriegt. Wenn ich es jetzt nur einfarbig mache, dann sieht es nicht so geil aus, wie wenn ich dann da jetzt so ein bisschen Schatten, so ein bisschen, ja, was halt im Hintergrund ist, da ist halt ja Vegetation, da ist irgendwas Grünes, da ist die Wiese, da ist einfach irgendwas da und das ist in der Regel nicht einfach nur einfarbig, deswegen habe ich jetzt hier die helleren Stellen mal eingearbeitet inmitten des Bildes und so ein bisschen links unten am Rand, ein bisschen rechts unten. Das sieht man jetzt, glaube ich, ganz, ganz schön. Und jetzt nehme ich wieder das schöne Brasilbraun, das haben wir genommen für die. Das wollte ich nehmen für die Zigarre, aber habe ja das Candy Braun genommen. Und jetzt nehmen wir aber das tatsächlich das Brasilbraun und arbeiten von oben und dem Blatt entlang einen schönen Schatten. So ein bisschen Schatten und so ein bisschen, ja, so ein bisschen, das benutzen wir auch nochmal, so ein bisschen, wie gesagt, um ein bisschen Dynamik in den Hintergrund reinzubekommen. Und deswegen werden wir damit auch noch ein paar Schatten setzen. Und ihr seht, dann sieht das ganz schnell ganz geil aus. Hier auch noch wichtig einfach, wenn ihr ein Bild habt,
Auch die Kanten nicht vergessen, einfach mit brushen kurz. Dann sieht das gleich viel besser aus, wenn man so einen weißen Rand hat, einfach nur. Auch wenn man es in Rahmen tut, macht es einfach mit, dann ist es stimmiger. Und genau, jetzt arbeiten wir eben das Ganze mal noch schön weiter aus. So, Dalle, jetzt haben wir natürlich den Hintergrund fertig und jetzt kommt, was gibt's Schöneres als Folie abziehen? Geil. Jetzt haben wir das geschafft und jetzt haben wir schon den Hintergrund fertig und er sieht, ich finde es richtig cool. Also Unschärfen, Hintergründe so, ist richtig cool zu machen. Und jetzt habe ich eben gesagt, jetzt maskieren wir natürlich den Hintergrund ab. Jetzt wollen wir natürlich den Hintergrund schützen, wenn wir ans Blatt arbeiten. Da darf jetzt bei Gott nicht viel drauf kommen, weil jetzt haben wir den so schön vorgearbeitet und haben so einen schönen unschärfen Effekt hinbekommen. Jetzt nehme ich wieder Reststücke und maskiere eben die andere Seite ab, damit wir eben mit dem Blatt beginnen können. Und das ist eben auch wieder wichtig, dass wir dann, wenn wir natürlich jetzt das Blatt schneiden, lieber ein paar Millimeter, ein, zwei Millimeter in die Farbe reinschneiden, anstatt direkt auf der Linie oder sogar ins Weiße, weil dann eben genau das passiert. Wir schneiden zu dicht am Blatt entlang, brushen den jetzt voll aus, sind fertig, ziehen die Maskierfolie ab und haben dann einen weißen Strich komplett entlang dieser Schnittkante. Und das wollen wir ja nicht.
Das sehe dann komisch aus, deswegen machen wir das natürlich lieber 1-2 mm reingehen, dann seid ihr safe, dann passiert da nichts, dann habt ihr auch keine Farbkante von dem jeweiligen Hintergrund dann dran. Und das ist ein guter Tipp, den würde ich beherzigen, dann seid ihr da wirklich 100% sicher. Auch hier schneide ich nur für euch wieder im Senkrechten. Das würde ich jetzt alles liegend machen, einfach weil ich da ein viel besseres Handling habe. Aber hier mache ich es wieder für euch im Stehen, damit ihr das auch sehen könnt. Da bin ich jetzt nämlich gleich fertig. Hier merkt man schon so ein bisschen, da hat auch die Klebekraft schon ein bisschen nachgelassen. Deswegen werden wir beim dritten Abmaskieren eine komplett neue Folie benutzen. Da war ich auch gerade hellauf begeistert, wie gut das funktioniert gerade mit dem Kleben. Und genau. Einfach nur herrlich. So, jetzt kleben wir das nämlich wieder schön ab. Also so Stückelarbeit kann man machen wie jetzt hier, ist gar kein Thema. Kritisch wird es dann, wenn man viel Reststücke aufeinander klebt und dann irgendwas schneiden muss, weil natürlich dann die Problematik besteht, dass, ja, man sieht, es ist ein richtig schönes Gefummel hier im Stehen. Die Problematik besteht natürlich dann darin, dass wenn wir dann was dann entlang schneiden an so vielen Übergängen, wo die Folie sich mehrfach überschneidet, dass die dann natürlich viel dicker wird. Und dann natürlich die Gefahr besteht, dass man beim Schneiden nicht sofort durch alles durchkommt und dann mehrfach schneiden muss, dann hat man nicht exakt den gleichen Punkt. Das ist natürlich nicht geil, da empfehle ich euch dann doch lieber eine neue zu nehmen, anstatt eine alte, aber ist ja jetzt hier nicht der Fall. Ich habe es tatsächlich kurz hingelegt, das hat mich so wuschig gemacht. Da war ich kurz vorm Randalieren wieder, deswegen haben wir gedacht, na, ich lege sie dann doch mal schnell hin, schnipsle mal schnell aus. Ihr könnt dafür meinen Hinterkopf genießen. Und dann passt das. Schöne Corona-Frisur. Kommt ihr hier nirgendwo ran an alles. Herrlich. So, jetzt habe ich die Enden wieder abgeschnitten. Wir haben es schön 1-2 mm ins Grüne rein, das Ganze abgeschnitten und sind safe. Und jetzt können wir eben schön mit dem Blatt beginnen. Jetzt nehmen wir natürlich die transparenten Töne. Und da habe ich mich tatsächlich jetzt für das indische Gelb und für Patrolgrün entschieden. Patrolgrün ist mir aufgefallen, hatte ich fast gar nichts mehr da. Da waren vielleicht noch 3 Pipetten drin. Also 3 so volle Pipetten. Da habe ich jetzt schon die neue bestellen müssen. Das hat gerade so gereicht für dieses Bild. Da war ich noch richtig so, puh, knappe Kiste. Hat aber funktioniert, Gott sei Dank. Und ich habe mich nur für die 2 entschieden, weil ich mir gedacht habe, die habt ihr vielleicht eher auch. Das Indisch-Gelb und Patrolgrün oder halt ein Standard-Transparent-Gelb und Transparent-Grün. Und damit arbeiten wir jetzt eben dann los. Somit haben wir eben die 2 Total-Cover-Farben gehabt. Da könnt ihr auch eine normal deckende Grün nehmen oder was auch immer ihr habt. Oder deckendes Gelb und Blau. Das braucht man nicht unbedingt die Total-Covers, aber ich hatte sie jetzt und konnte sie halt schön nutzen. Und jetzt färben wir wieder großflächig ein, heißt wieder an die Gesundheit denken, Maske auf, Absaugung hinten habe ich schön angestellt, auf Vollgas und dann zieht die alles weg und dann ist es schon eine richtig coole Sache. Auch hier sieht man jetzt, die GAN arbeitet wieder nicht schön. Das sieht man ganz schön rechts, da kam so viel mehr raus, obwohl ich gleichmäßig gesprüht habe, wirklich gleichen Abstand, gleiche Geschwindigkeit. Man hat ja irgendwann so ein schönes Handling für und man merkt dann sofort, wenn was nicht stimmt. Aber ich habe mir gedacht, komm, ich mache jetzt mal weiter. Das Teil kam nachher tatsächlich zum Vorschein, als ich dann mal wieder die Kappe vorne drauf gesetzt habe und die Pistole so durch, wie wenn ich sie mische quasi, dann blubber ich durch und dann hat sich das natürlich von der Düse nach vorne wieder in den Mischbecher zurückbewegt und dann habe ich es entdeckt. Und wie gesagt, da mische ich jetzt eben wieder die Farbe neu an. Und da war das Mischungsverhältnis, glaube ich, auch 6 oder 7:1. Nagelt mich nicht drauf fest, aber es war 6 oder 7:1. Und damit habe ich dann eben jetzt die Fläche schön bearbeitet. Und auch hier aus dem Grund natürlich, dass ich keine deckenden Töne nehme, damit ich natürlich sehe, was ich vorgezeichnet habe. Man muss dann natürlich schon einen schönen, sauberen Hintergrund haben. Weil wenn wir jetzt hier natürlich viel einfärben und der Hintergrund ist voll fleckig oder dreckig,
dann sieht man das nachher. Also da müsst ihr dann schauen, dass ihr beim Vorgrundieren der Leinwand halt auch eine schöne Farbe habt und nicht viel Dreck auf der Leinwand. Das ist halt in dem Fall noch wichtig zu beachten. So, jetzt haben wir das Ganze einmal ganz schön eingefärbt. Jetzt hat es einen schönen, satten, hellen Grünton. Das Blatt wollte ich deutlich heller und grüner haben als den Hintergrund. Der wirkt ja ein bisschen dunkelgrüner. Und ich finde, jetzt haben wir es gar nicht schlecht gemacht. Und jetzt habe ich nur das Patrolgrün in der Gun. Jetzt arbeite ich nur mit dem Transparenten und setze schon mal die Schatten. Und die setze ich eben nicht mit dem Schwarz, weil Schwarz wäre hier zu krass. Das Blatt ist relativ stark, sage ich mal, ausgeleuchtet und hier sind nicht so krasse Kontraste mit Schwarz drin. Deswegen nehme ich das Patrolgrün und arbeite eben damit. Und da sieht man eben, wie man mit auch transparenten Tönen dicht und konstant auch malen kann und die nicht nur zum Einfärben genutzt werden können. Und da sieht man das ganz schön. Und da malen wir jetzt eben die ganze Geschichte einmal vor. Und zwar nehme ich mir hier die dicken Ränder und das, was ich halt vorskizziert habe vom Original, fahre ich jetzt halt hier die tiefen Riefen des Blattes nach, um da schon mal so einen tiefen Effekt reinzukriegen, damit es da schon mal aussieht, als würde es da
sich nach innen wölben. Und das erzeugen wir eben, indem wir das Ganze machen. Ich habe jetzt nochmal die Absaugung ausgestellt, weil ich sie jetzt eigentlich nicht mehr brauche, habe aber sehr lange vergessen, dass ich die Maske auf habe. Deswegen wundert euch nicht, ich hätte sie jetzt eigentlich nicht mehr gebraucht, weil wir jetzt wieder fein und nah dran arbeiten und jetzt eben sich der Overspray und alles so gut wie, also so gering hält, dass ich sie eigentlich nicht mehr bräuchte. Aber wie gesagt, ich habe es einfach vergessen, im Eifer des Gefechts. Wenn ich dann nicht so am Airbrushen bin manchmal, dann setzt es bei mir so ein Schalter um und dann gibt es für mich nichts anderes mehr außer malen, malen, malen. Und da vergesse ich gern mal das eine oder andere. Und deswegen ist das immer ganz witzig. Und wie gesagt, wir arbeiten jetzt hier die ganzen Vertiefungen vor. Das ist irgendwie, also so kann man auch technisch vorgehen. Und das finde ich irgendwie beim Airbrushen so das Geile. Man hat viele Möglichkeiten, man hat viele verschiedene Techniken, man hat viele verschiedene Herangehensweisen. Und das Ganze kombiniert ergibt halt dann, gibt dann geile Kunstwerke. Sagen wir es, es gibt geile Kunstwerke und das macht halt Spaß. Mir macht es mega viel Spaß. Und deswegen mache ich es auch so gern. Was wir jetzt natürlich machen bei dem Bild hier. Wir haben hier, habe ich ja eingangs schon erwähnt, wir setzen natürlich auf den oberen Rand auch einen Unschärfeneffekt ein. Das heißt, die oberen 20% vom Bild, da arbeiten wir nicht mehr detailliert. Da arbeiten wir weit weg vom Obergrund, damit das natürlich verwaschen und verschwommen aussieht. Das, was viele nicht wollen oder wo viele sagen, ich will schärfer arbeiten können, wir machen es genau umgekehrt. Wir arbeiten weit weg vom Untergrund. Dann erzeugen wir so eine Unschärfe. Aufgepasst, Biene. Einer deiner Fragen. Ich gehe noch genauer ein in dem Artwork-Video, aber hier passt es natürlich gerade auch ganz gut. Wenn man eine schärfere Optik bei der Freihand haben will, dann muss man nah an den Untergrund ran. Klare Grenzen setzen mit Freihandschablonen oder so. Dann bekommt man einen scharfen Hintergrund. Wenn man natürlich umso weiter man weggeht, dann umso unschärfer wird es. Umso näher man rangeht, umso eine mehr höhere Schärfe erreicht man natürlich. Und das ist natürlich beim Anfänger oder bei jemandem, der jetzt mittendrin ist oder so, brutal schwierig. Also nah am Untergrund arbeiten, ohne ständig Gänsefüßchen zu haben, das ist eben schwierig und deswegen auch gar nicht so einfach zu machen. Aber hier arbeiten wir natürlich bewusst damit, damit wir eben den Effekt kreieren können. So, und jetzt hier habe ich eben die Pistole nochmal kurz durchgeputzt und da sehen wir das schöne Dreckstück, was innen drin lag und alles verstopft hat. Da sind mehrere Partikel von abgegangen und haben eben die Düse verstopft und die habe ich jetzt eben schnell mal gereinigt. Und danach war die wieder wie, die hat wieder funktioniert wie, habe ich mir nur gedacht, mein Gott, wie geil. Und das war's dann auch schon. Und danach war alles wieder easy. So, der nächste Arbeitsschritt ist im Gange. Und zwar fahren wir jetzt mit Weiß einmal die ganze Struktur vom Blatt nach. Gerade die hellen Stellen. Immer, ich habe jetzt gemacht, von rechts kommt der Schatten, von links kommt die Sonne. Also arbeiten wir an allen dunklen Stellen linksseitig oder von unten links. Das heißt, wir fahren an so schwarzen den patrolgrünen Stellen, die jetzt schon so leicht vorgelegt sind, fahren wir nicht exakt drüber, sondern leicht nach links versetzt, sodass wir natürlich auch einen Effekt für Licht und Schatten kreieren. Und hier arbeiten wir mal ein bisschen gröber diese Struktur vor. Ich habe sie, ehrlich zu sein, ein bisschen zu fein gemacht. Ich hätte erst mal ein bisschen gröber arbeiten müssen, damit ich später nachher mehr zum Einfärben habe. Und dann nachher nochmal mit Weiß darüber zu arbeiten.
Ist jetzt hier nicht ganz so exakt gelungen, wie ich es mir gedacht habe, weil ich einfach schon zu dicht dran gearbeitet habe. Da hätte ich jetzt ein bisschen weiter weggehen müssen, um nachher einen noch besseren Effekt zu erzielen. Aber es hat trotzdem sehr gut funktioniert und sah sehr gut aus. Ist jetzt nur so eine Kleinigkeit, die ich an mir selber zu mäkeln habe. Dave, nächstes Mal macht das besser. Jetzt nehme ich euch mal wieder sehr nah ran. Dann könnt ihr das Ganze mal wieder von nah betrachten. Auch hier wieder sehr dichtes Arbeiten im Untergrund. Und so kreieren wir eben scharfe Kanten. So sehen die Bilder nicht mehr verwaschen aus, wenn wir Freihand arbeiten. Das ist eigentlich schon der ganze Trick an der Geschichte. Und das ist natürlich gefährlich. A, beschädigen wir recht schnell die Nadel vorne. B, ist natürlich die Gefahr, dass die Farbe schnell läuft oder mal zu wenig oder zu viel Druck hat. Deswegen da einfach Obacht geben. Und wenn es nicht funktioniert, arbeitet mit dem Pinsel. Mit dem Pinsel oder Stift arbeiten ist keine Schande, kein Problem. Macht's einfach, bevor ihr euch die Bilder versaut, in der ihr viel Arbeit reinsteckt und bevor ihr nachher eure Kunstwerke, ja eben, die nachher nicht so geil aussehen, dann macht lieber so und arbeitet mit dem Pinsel und ihr habt danach ein geiles Bild, auf das ihr stolz sein könnt. Und nicht zu sagen, ich habe jetzt 100% alles nur mit der Gun gemacht, aber dafür stimmt das Endergebnis nicht so ganz. Also mixt die Medien da ruhig ein bisschen durch. Ich finde das völlig in Ordnung und legitim. Mache ich auch am Ende hier, das kann ich jetzt schon sagen, ich arbeite ein bisschen mit dem Stift. Nicht mit irgendeinem Stift, sondern natürlich, die Schminke hat mir ja mal Stifte geschickt, wo man die Airbrush-Farbe direkt einfüllen kann. Und ich habe mir jetzt noch einen davon gekauft tatsächlich, und zwar den feinsten mit der 0,8 mm Spitze vorne, glaube ich, ist es. Den habe ich mit einem Weiß befüllt, wo 20% verdünnt war mit Wasser, und den benutze ich nachher nochmal so zum minimalen Highlighten. Und deswegen nutzt ruhig die Medien, das ist gar kein Problem. Macht euch da sonst nicht verrückt, wenn es nämlich nicht hinhaut. Hier habe ich noch mit so einer Schablone rumexperimentiert. Die werde ich später nochmal nach dem zweiten Einfärben oder so benutzen, um nochmal so ein bisschen Struktur in das Ganze reinzukriegen. Und genau.
So, jetzt haben wir das Ganze schon mal gar nicht schlecht vorgearbeitet. Nach oben hin, so wie vorhin schon angemerkt, arbeiten wir nicht mehr so detailliert und viel weiter weg. Wir wollen natürlich hier den unschärfen Effekt machen und dafür brauchen wir natürlich ein nicht ganz so detailliertes Bild. Deswegen seht ihr, ich arbeite mit höherem Abstand und mache das Ganze. Übrigens habe ich da den Lolli, den Traubenzucker-Lolli meiner Tochter gemobst, den ich noch in der Tasche hatte, habe mir den mal gegönnt. Da habe ich nämlich gerade richtig Bock gehabt auf ein bisschen Zucker. Ja. Ich arbeite dann sehr konzentriert und immer sehr lange an solchen Bildern, wirklich konstant dran und butter da meine komplette Aufmerksamkeit rein. Da bin ich echt schon ein bisschen extrem vielleicht, aber ich mache das gerne, weil da schalte ich ab, da bin ich in einer anderen Welt, da bin ich in meiner Wohlfühl-Area, in meinem Habitat, da geht nichts mehr. Da bin nur noch ich und die Farbe und das Bild und das ist halt das, was ich so geil finde daran, da einfach mal so abzutauchen, mein Hirn abzuschalten von allen Sorgen und Problemen und einfach mal nur was zu machen, was zu kreieren. Und genau, jetzt habe ich das indische Gelb, ist es ja reingepackt und brush die ganzen weißen Stellen jetzt eben einmal nach. Nicht 100%, sondern so ein bisschen leicht. Das darf ruhig ein bisschen nach außen ins andere Grün reinfließen. Das ergibt dann wieder einen anderen Ton und so wirkt das Ganze wieder ein bisschen organischer. Und da arbeite ich jetzt eben wieder auch wieder ein bisschen weiter weg, damit es nicht zu sehr aufträgt. Und fahre eben die Sachen nach. Und wie gesagt, oben ist schon wieder, sieht man schön, wie das schon jetzt verschwommen aussieht und wie es unten eigentlich schön detailliert ist. So arbeiten wir jetzt eben durch das Blatt und nach dem Schritt kommt, glaube ich, eben nochmal ein helleres Highlight-Weiß wieder über das Gelbe. Bisschen so wie bei den Flames. Man arbeitet in Schichten und Schichten und arbeitet immer kleiner und färbt immer ein Weiß, wieder Gelb einfärben und so kreiert man einen schönen, schönen dreidimensionalen Effekt. Und den werden wir jetzt hier eben machen. Oh, meine Stimme versagt langsam gänzlich. Es tut mir sehr leid. Jetzt muss ich noch mal ein bisschen was trinken hier. Aber da habe ich mich jetzt ja schön verkühlt. Das wird sicher die Tage noch ganz geil. Gottes Willen. Und genau, da machen wir jetzt eben das Ganze schön mit dem transparenten Gelb. Und dann färben wir das eben schön ein. Einfach schauen, nicht zu viel, nicht zu wenig. Wir wollen natürlich nicht alles gelb einfärben, dann haben wir nachher wieder einen Einheitsbrei, sondern so einen gewissen Abstand finden, dass man so 20-30% über der Linie drüber nebelt, dann passt das schon. Dann sieht es schon ganz gut aus und gibt den gewünschten Effekt. Also mischen sich nochmal die Töne untereinander und das finde ich eben bei den Transparenten so cool. Ich habe schon öfters gesagt, aber ich finde dieses on the fly auf dem Werkstück Sachen mischen ist schon was Cooles. Gibt es halt woanders nicht in der Art und Weise. Und das ist schon was ziemlich Cooles, was man da beim Airbrushen machen kann. Und deswegen finde ich das so cool.
So, jetzt haben wir wieder mal nur das Patrolgrün in der Gun. Und wir arbeiten eben wieder die Schatten ein bisschen aus. Die sind mir jetzt ein bisschen arg untergegangen mit dem Gelb. Und die ziehe ich jetzt deswegen eben nochmal ein bisschen raus, um da wieder ein bisschen besseren Kontrast hinzubekommen. Da arbeite ich jetzt natürlich wieder ein bisschen dichter am Untergrund. Nach oben hinweg natürlich wieder etwas großflächiger, damit wir diesen verwaschenen Effekt hinkriegen, diesen unschärfen Effekt. Und unten hin natürlich wieder schön nah, relativ nah dran. Wir wollen natürlich da ein bisschen Schatten setzen. Hier unten links kommt so ein bisschen die Schattenquelle von dem Blatt. Ist ein bisschen dunkel eingefärbt. Ihr seht ja auch diesen Mittelstrich des Blattes. Rechts hin haben wir eine dunkle Seite, links hin ein bisschen heller. Heißt, rechts hin werden wir das Ganze noch ein bisschen mit Patrolgrün einfärben, damit es einfach einen dunkleren Effekt bekommt. Mehr Schatten, mehr Dynamik, mehr Dreidimensionalität. Deswegen machen wir das Ganze mit Licht und Schatten. Die sorgen immer dafür, dass etwas dreidimensional aussieht. Also wenn ihr wollt, dass was plastisch und schön aussieht, dann immer auf die Licht- und Schattensachen achten. Dadurch bekommen wir eben diesen dreidimensionalen Look hin. Und das sorgt natürlich immer für ein realistisches Aussehen. Und dann ist das nämlich schon das Wichtigste, was man da beachten sollte. Und wie gesagt, die Gun läuft jetzt einfach wieder herrlich, nachdem die wieder frei ist. Frei von Dreck und Shit. Läuft die jetzt wieder einfach wie eine 1. Und deswegen kann man da wieder schön detailreich arbeiten. Und so ist das Ganze halt auch immer wieder so, ich sage es immer gern, so ein Schichtarbeiten beim Airbrushen. Immer wieder Schichten setzen und natürlich nicht die Schichten überdecken, einfach sinnlos, sondern einfach so, dass die schön ineinander greifen, dass die immer einen tieferen Effekt haben und am Ende hat man dann eben so einen geilen Effekt. Da arbeite ich jetzt nochmal ein bisschen diese Mittellinie aus von dem Blatt. Ich werde euch auch das Blatt hier, also das Bild hier, als Referenz unten mal in die Infobox reinhauen zum Runterladen, falls ihr das nachmalen wollt. Ich habe natürlich das Original, das habt ihr ganz am Anfang am Beamer mal kurz gesehen. Aber durch das ganze Geflacker und das Ganze konnte man das nicht so gut erkennen. Ich habe schon stark von den Farben etc. verändert, sodass ihr damit besser bedient seid, wenn ihr meins als Vorlage nehmt, als das wirkliche Referenzbild. Deswegen werde ich euch mal nur meins reinsetzen. Damit seid ihr dann besser an dem hier dran, was ich auch gemacht habe, anstatt nachher das Referenzbild zu nehmen, wo es dann doch auch farblich und auch von den Wasserstofftropfen etc. nicht so hinhaut. Deswegen da werde ich das in die Infobox packen. Und jetzt arbeiten wir eben nochmal mit dem Weiß die ganzen feinen Strukturen jetzt relativ fein, damit wir einfach noch in dem gelben Bereich drin sind. Und dann eben dieses gelben Bereich haben, der schon so eine leichte Vertiefung hat, dann eben das Weiße und dann außen dieses Patrolgrüne, damit wir eben einen schönen Rundungstiefungseffekt haben. Weil dieses Blatt eben eine sehr krasse Maserung hat, versuchen wir das natürlich schön umzusetzen, damit es eben schön realistisch aussieht. Und da kriegen wir das jetzt ganz schön hin. Also das ist, glaube ich, jetzt schon mit der letzte Step für das Blatt. Das hat auch mit am meisten Zeit hier in diesem Tutorial gefressen, dieses Blatt. Da einfach eben eine schöne, detaillierte Sache hinzubekommen. Oben natürlich schön das Verschwommene, da seht ihr mal, da arbeite ich mega weit weg. Richtig weit weg. Wenn man das bedenkt, wie nah ich am Untergrund unten arbeite und wie weit entfernt ich oben arbeite. So kriegen wir eben diesen unschärfen Effekt. Hier jetzt nochmal schönes Highlight Weiß. Die ganze linke Seite entlang, damit es einfach schön heller nochmal wird. Das werde ich jetzt nochmal mit, nachher nochmal mit Gelb einfärben. Damit wir da einfach nochmal ein bisschen mehr einen helleren, eine hellere Seite haben, damit der Kontrast zu dem Dunklen nochmal besser wird. Und da arbeite ich jetzt eben nochmal mit dem Ganzen schön das Ganze nach.
So, hier arbeite ich jetzt noch mal ein bisschen nach. Also ich habe hier doch ein bisschen öfters geswitcht, ist mir jetzt aufgefallen. Ich werde jetzt da, glaube ich, nochmal die Schicht machen. Als wenn ich ganz so die Paste hat hier nochmal mit dem Grün einmal schön. Da wollte ich doch einen höheren Kontrast haben und auch noch eine bessere, nachher eine Rundung haben. Deswegen färbe ich es jetzt nochmal verstärkt nur rechtsseitig ein. Da werde ich aber nachher noch einiges nacharbeiten. Und vor allem auch die Querstränge des Blattes nachher noch kräftiger einfärben, damit das Ganze noch ein bisschen runder aussieht. Da habe ich mich jetzt natürlich auch generell ein bisschen rangetastet. Ich bin lieber einer, der mehrfach arbeitet als, also lieber mehrfach mit weniger Farbe und zaghafter und vorsichtiger arbeiten, wie einmal zu kräftig und dann ist das Bild halt ruiniert, dann kann man wieder von vorne anfangen. Dann lieber ein-, zweimal einen Arbeitsschritt wiederholen und sagen, komm, dann färbe ich es lieber zweimal ein und bin auf der sicheren Seite, wie dass ich es einmal kräftig einfärbe. Und wenn ich es dann richtig kräftig eingefärbt habe, ja, dann kann ich jetzt bei dem grünen Teil zum Beispiel nachher nichts mehr dran ändern. Dann ist das unwiderruflich. Dann kann ich nur noch schauen, ob ich irgendwie Schadensbegrenzung machen kann oder muss im schlimmsten Fall nochmal mit Weiß richtig viel vorlegen und nochmal von vorne anfangen. Und das will ich jetzt hier natürlich vermeiden, deswegen arbeite ich mich hier doch lieber Step by Step ran. Und wenn ich das Gefühl habe, ach, ist mir vielleicht doch noch zu hell oder zu dunkel, dann arbeite ich halt dementsprechend wieder mit Weiß oder mit den Farben nach. Hier nehme ich jetzt nochmal eben mehr die Schatten raus. Und ihr seht jetzt eben durch das rechtsseitige Dunkle und das linksseitige Helle kriegen wir schöne, ja, einen schönen Effekt hin, dass es aussieht, als wäre es erhaben und eben da der Schatten reintrifft und links die Sonne, je nachdem, wie man es sehen will. Und dadurch gibt es halt eben schon wieder einen schönen realistischen Look. Und den wollen wir natürlich haben. Wir streben jetzt hier nicht das absolute fotorealistische an, aber schon einen sehr authentischen, schönen Look. Und deswegen sind die Sachen immer da extrem wichtig. Und jetzt färbe ich, glaube ich, nochmal mit dem Gelb. Gerade eben das Weiße, was ich links vorhin mal vorgelegt habe, nochmal ein bisschen ein. Um da eben nochmal so einen helleren Effekt hinzubekommen. Man sieht jetzt natürlich, das ist schon sehr stark gelb. Da werde ich wahrscheinlich, glaube ich, nochmal nachher ein bisschen mit dem Grün ein bisschen nacharbeiten. Aber wie gesagt, das ist dann halb so wild. Und da gibt es jetzt eben wieder so schöne Farbmischungen, die das Ganze wieder passend machen. Und da arbeite ich jetzt wieder eben ein bisschen großflächiger, wie ihr seht, in den Zwischenräumen jetzt von diesen ganzen Blattlinien, damit es eben nochmal ein bisschen heller wirkt, ein bisschen besser, kontrastreicher. Und ja, dafür gibt es keine genaue Anleitung. Das muss man immer so ein bisschen nach Gefühl machen und ein bisschen irgendwo das Auge dafür haben. Ich denke mal, das ist einfach eine gewisse Erfahrung, die man sammelt, wenn man eben viele Bilder malt. Und ich habe schon einen Haufen Bilder gemalt, wenn ich ehrlich bin. Nicht nur mit der Airbrush, auch mit Bleistift und mit Acrylfarbe in allem möglichen Käse. Und da entwickelt man halt dann einfach irgendwann so ein gewisses Feeling, so ein gewisses Ding für die Farben, für die Farbverläufe, für die Optik, die dann irgendwie passt. Und deswegen da einfach ein bisschen rumexperimentieren, ein bisschen aufs Bauchgefühl schauen, dann klappt das nämlich schon. Sodale, und hier jetzt nochmal kurz eingehakt, dass der Rand von dem Blatt, das ist braun, so ein bisschen bräunlich. Und da habe ich jetzt gerade eben im Vorfeld einmal den ganzen Rand weiß vorgespült. Warum weiß und nicht gleich braun?
weil ich was zum Einfärben brauchte. Wenn ich jetzt aufs Grüne gehe, dann wird es extrem schnell dunkel oder mischt sich mit dem Grün. Und das wollte ich nicht unbedingt haben, sondern ich wollte eher das Braun beibehalten. Deswegen habe ich da nochmal mittig der Kante von dem Blatt, von der Abmaskierfolie gesprüht. Nicht im Bild direkt oder nicht nur außerhalb, sondern mittig auf der Kante drauf sprühen, damit es dann nach links so ein bisschen reinnebelt. So kriegt man den realistischen Look hin, den authentischsten. Und deswegen habe ich das da einmal mit Weiß entlang vorgelegt und dann eben mit dem Braun, dann eben hier mit dem Brasilbraun einmal nachgelegt. Und ihr seht, jetzt setze ich oben auch schon Schatten mit dem Brasilbraun und eben nicht mit Schwarz, sondern eben hier mit dem Brasilbraun, weil ein Blatt ist auch relativ, also auch das Blatt vom Referenzbild war sehr dünn und sehr stark beleuchtet von der Sonne. Und Blätter sind ja, wenn man die mal in den Himmel hält an und in die Sonne hält, dann werdet ihr sehr schnell erkennen, dass die ja relativ transparent sind. Und das war auch hier der Fall, deswegen habe ich das nicht mit Schwarz bearbeitet. Und hier kommt eben der Stift zum Einsatz, der RR Color Liner. Und den habe ich jetzt eben benutzt zum kurzen, feinen Highlighten für die unteren Stellen, wo das ganze Blatt eben einen schönen Fokus hat, wo es eben sehr detailliert aussehen sollte. Ich habe kurz überlegt, ob ich es nochmal mit der Airbrush machen sollte und habe mir gedacht, na komm, ich habe das Tool, ich benutze das auch. Warum auch nicht? Das ist auch schön für euch zu sehen. Und wie gesagt, mix die Sachen durch. Hier fahre ich natürlich jetzt nicht exakt alles nach. Dann wirkt es natürlich nicht mehr authentisch und nicht schön, sondern ihr seht, ich fahre so ein bisschen nur noch diese absoluten gelben Highlight-Stellen so ein bisschen nach. Und auch nur teilweise so, dass es immer wieder ein bisschen aufleuchtet. Und so kriegt es dann einen ganz krassen, harten, scharfen Look. Den will ich haben. Dass man da wirklich sieht, okay, da ist jetzt der Fokus richtig krass da. Und weiter oben im Blatt eben nicht. Deswegen arbeite ich den unteren Teil jetzt mit dem Stift ein bisschen aus. Und ein bisschen minimal nach oben. Aber auch nicht zu viel, damit da eben weiterhin der unscharfen Effekt auch erhalten bleibt. Wenn ich da natürlich jetzt reinmal mit dem Stift, dann sieht das nicht mehr so aus. Da haben wir zwar ein voll verwaschenes Bild, aber eine harte Lichtkante, dann sieht das sehr beschissen oder sehr verwirrend für das Auge aus. Deswegen Obacht, ja, da war ich schon relativ mutig, so weit hoch zu gehen, aber es hat sehr gut gepasst. Und da gehe ich jetzt eben, wie gesagt, so ein bisschen hakelig drüber und ich finde die Stifte geil. Ich finde sie geil, weil man kann sie mit der Airbrush-Farbe füllen, mit jeder Airbrush-Farbe, die man hat. Habt ihr andere Farben und so, ihr könnt euch trotzdem diesen Stift holen und könnt eure Farben da reinhauen. Da sind auch Metallkugeln drin, die das Ding immer durchmischen. Dann könnt ihr auch immer den Stift kurz schütteln, dann ist wieder Pigment und Bindemittel wieder miteinander vermischt. Weil, wer das nicht weiß, aber Farbe, die eine Zeit lang rumsteht, da löst sich dann natürlich das Pigment vom Bindemittel ab und dann hat man so ein bisschen eine Ablösung der Bestandteile. Deswegen, egal welche Farben ihr für irgendwas benutzt, immer mischen. Sei es nur eine Spraydose oder weiß der Geier was. Oder Wandfarbe, das kann ich euch nur sagen. Die immer richtig gut mischen, damit sich die Bestandteile wieder zusammenfügen und dann habt ihr wieder eine funktionierende, richtige Farbe. Und das macht der Stift halt eigentlich super und da könnt ihr halt individuell eure Airbrush-Farben reinpacken und damit halt direkt auf dem Untergrund malen und dann sieht das noch gut aus und passt und fügt sich zu dem Ganzen einfach stimmig ein. Also kann ich euch empfehlen, checkt das gerne mal aus. Ich packe den vielleicht auch mal in die Infobox rein, könnt ihr euch den gerne mal bei Gelegenheit anschauen.
So, mit dem bisschen Nacharbeit noch mit dem Weiß sind wir jetzt fertig mit dem Blatt und ich habe hier schon die Folie abgerupft, ohne auf Play zu drücken. Schande über mein Haupt, ja. Habe ich euch diesen tollen Moment vergönnt. Aber jetzt habe ich ein frisches Stück Folie, ein richtig niegelnagelneues Stück. Alleine aus dem Grund, weil ich jetzt die Tropfen machen möchte. Und um die Tropfen zu machen, will ich einfach durch die Folie hindurchschauen können, um den Untergrund zu sehen, wo ich eben weiß, wo setze ich die jeweiligen Tropfen ungefähr hin. Also deswegen, da habe ich jetzt kein altes Stück genommen, weil die ja meistens schon mit ein bisschen Farbe vollgesprüht sind und sich dann nicht mehr dafür eignen für solche Sachen, wenn ich die eben haben will. Hier jetzt leider ein größerer Cut, weil ich habe vergessen, nochmals auf Play zu drücken. Da kam mir nämlich meine Tochter wieder in die Quere und hat mich da ein bisschen aufgehalten und meine Arbeit ist sehr gelobt. Also mit ihren zwei Papi hat du toll gemacht. Wow. Und da habe ich das eben schon ausgeschnitten. Also ich habe mir die Tropfen mit einem Bleistift nochmal auf die Folie aufgemalt, weil die jetzt gefehlt hat, die nicht mehr sichtbar waren auf dem Transparenten. Und habe die dann eben mit dem Skalpell einmal ausgeschnitten und das habe ich auch liegend gemacht, weil ich da jetzt einfach schöne Kreise wollte. Umso schöner die Kreise aussehen, umso schöner sehen die Tropfen aus. Ich hätte es jetzt auch mit anderen Schablonen machen können, wo schon Kreise drin sind, damit es einfach noch besser aussieht. Aber das könnt ihr auch noch nachher wiederholen. Also die Technik, wenn ihr eine Maskierfolie besorgt oder eine andere Folie, dann könnt ihr das nachmachen. Das war mir halt wichtig, dass ihr das machen könnt. Deswegen habe ich auch die Technik dafür gewählt. Und jetzt habe ich ja schon eingangs erwähnt, rechts kommt der Schatten, also links die Lichtquelle. So machen wir natürlich auch die Tropfen. Wichtig, wenn wir das jetzt natürlich einfach verändern oder anders machen, wie wir gerade lustig sind, haben wir natürlich das Problem, dass es nachher verwirrend aussieht fürs Auge, wenn dann rechts Schatten ist und auf einmal rechts aber auch die Lichtquelle. Dann passt das nicht mehr zusammen und dann kann das natürlich unstimmig aussehen. So, der Fokus hat sich. Ja, das bleibt nicht ganz lange, der Fokus ist gleich da. Keine Sorge. Jetzt nehme ich euch da mal nah ran. Ihr seht auch, ich habe überall Zahlen hingeschrieben, weil ich natürlich die ausgeschnittenen Tropfen, die brauchen wir nachher wieder. Die müssen wir wieder exakt draufkleben. Das nochmal schnell dazu gesagt, das ist wichtig. Deswegen abmaskieren, aufzeichnen, ausschneiden und wieder auf die Folie, also das Abgezogene von der Transferfolie benutzen und da wieder die Sachen zurück draufkleben. Und am besten dann eben auf den Tropfen und auf die Folie die Zahl schreiben, damit ihr nachher wisst, wo das hingehört. Oder ihr habt es dann ein bisschen im Kopf, dann passt das auch. Ich habe es nachher nur noch so aufgeklebt, wie es auf dem Bild auch ist ungefähr. Dann habe ich mir die Zahlen eigentlich sparen können, aber ist einfach nur nochmal eine Sicherheit für euch, damit ihr das auch wieder richtig aufklebt. Und wie gesagt, hier wieder, hier war die Weiß jetzt ein bisschen arg stark verdünnt, die war aber auch fast leer. Also nicht wundern, da gebe ich nachher nochmal Farbe zu und dann passt das wieder. Und hier auch so kreisförmig, also halbmäßig die Hälfte vom Kreis ungefähr einfärben und auch nicht zu so viel, sonst sieht man den Untergrund nicht mehr und dann sehen die Tropfen auch komisch aus. Also wir sprühen wieder an der Kante der Folie entlang. Wir sprühen da wieder entlang. Ihr seht es jetzt hier, ich sprühe direkt auf der Kante von der Folie, so damit die Farbe nach links und rechts schön sich ins Bild einstreut und dann quasi einen schönen natürlichen Farbverlauf erzeugt. Das ist wichtig, damit das autistisch, sage ich schon, mein Gott. Ich bin heute durch, also wirklich. Heute brabbel ich nur noch Käse, du. Damit das schön authentisch aussieht. Soderle. Genau, so wollte ich sagen. Oh, Hals fertig, Kopf fertig. Aber ich habe gerade so Bock drauf, deswegen mache ich hier auch weiter. Verzeiht mir das, wenn es ein bisschen kurios ist. Aber wie gesagt, die Stellen werde ich auch nochmal nachher nacharbeiten mit dem Weiß.
weiß jetzt nicht, ob ich es jetzt mache. Hier habe ich kurz vergessen, die Kamera wieder zurück zu zoomen. Da dürft ihr euch jetzt ein bisschen mit meinen Händen vergnügen. Und genau da, ja, hier fahre ich jetzt nochmal drüber und mache das ein bisschen deckender. Aber hier unten links, die zwei, das sieht man schon, da passt das ganz gut. Und oben, da seht ihr, habe ich einen ganz großen ausgeschnitten. Bloß mir dann eingefallen, sag, ja, ich habe ja den Unschärfeneffekt, den werde ich nicht aussprühen. Bloß nicht aussprühen, ich habe ihn jetzt versehentlich schon ausgeschnitten und dann ist mir eingefallen, naja, ich will ja den Effekt machen. Ich duppel. Und deswegen lassen wir den weg. Da klopfe ich mal ein bisschen auf meiner Gun rum. Ich weiß ehrlich gesagt gerade nicht, warum. Aber gut, wird schon seinen Grund gehabt haben. Genau, um dann nochmal darauf zurückzukommen, den sprühe ich natürlich nicht aus. Oben wollen wir den Unschärfeneffekt haben. Da machen wir die Tropfen exakt gleich, wie wir sie jetzt machen mit der Folie. Nur mit dem Unterschied, dass wir das halt aus einer gewissen Entfernung machen, um es natürlich verwaschen aussehen zu lassen, damit wir den Effekt erzeugen. Also wir gehen den gleichen Arbeitsschritt wie jetzt mit den Tropfen, plus oben Freihand. Und so kreieren wir eben diesen schönen Effekt. Und dann sieht das ganz cool aus. Bekommt eben so einen geilen Effekt. Ah, nochmal ein schöner, kräftiger Schluck. Genau, ich setze auch da nochmal so ein bisschen mittig von den Tropfen nochmal so einen leichten Strich rein. So als eine stärkere Lichtquelle. Da bündelt sich quasi so ein bisschen das Licht. Kann man machen. Ist eine Designfrage. Muss man nicht machen. Aber ich finde es immer ganz nett, weil ich dann noch unten aufs Blatt noch eine leichte Reflexion reinsetze. Und hier fangen wir jetzt eben mit dem Schwarz an. Da genau das gleiche wie mit dem Weiß. Das gleiche in Grün. Wortwitz. Aber. Ach du Scheiße. Okay. Da machen wir jetzt eben genau das gleiche. Mit dem Schwarz. Auch bei dem Schwarz natürlich aufpassen. Da noch behutsamer wie mit dem Weiß. Wenn man da natürlich zu viel auflädt, dann sieht es gleich kacke aus. Also dann sieht es gleich sehr unorganisch aus. Deswegen achtet da einfach drauf, dass das gut passt. Gut dosieren. So, jetzt haben wir die Folie schön abgezogen, liebe Leute da draußen, ja. Und man könnte meinen so, ja, die sehen jetzt irgendwie ziemlich scheiße aus. Ziemlich eindimensional, die Tropfen. Das sieht jetzt nicht dreidimensional oder sonst was aus, sondern sieht sehr eindimensional aus. Und da fehlt jetzt eben noch ein ganz entscheidender Schritt und das ist der Schatten unter der linken Seite des Tropfens. Da bildet sich eben ein Schatten und den werden wir nachher kreieren, dann wird es dreidimensional. Aber zuerst setzen wir oben, habe ich schon mal den großen Tropfen gemacht mit dem weit entfernten Sprühen und hier gehe ich auf die obersten paar Tropfen auch nochmal bewusst drauf und sprühe die auch nochmal an.
damit die nochmal auch nicht ganz so stark verwaschen aussehen wie die oberen Tropfen, aber auch nicht ganz so klar wie die unteren. So kriegen wir einen schönen Verlauf nach unten hin, dass es immer klarer und klarer und klarer aussieht. Also ihr versteht schon, was ich meine, oder? Also wir setzen oben jetzt komplett Freihand, die oberen paar Tropfen, die ich finde, eben ein bisschen nur und die unteren klar. So haben wir das Gefühl, oder so brushen wir das Ganze, dass es aussieht, als wäre unten halt ein harter Fokus und oben halt nicht. Und dadurch gewinnen wir da diese ganze Optik. Und eben da genau das gleiche, rechts Schatten, links Licht. Und so kreieren wir eben diesen Effekt. Es ist so simpel. Also es ist wirklich relativ simpel. Also für mich mittlerweile schon, für euch wahrscheinlich trotzdem noch anspruchsvoll genug. Aber ich finde einfach die Technik dahinter simpel. Also die Handhabung ist ja mal die eine Sache, aber ich finde die Technik dahinter so simpel und das macht eben so Spaß, wenn man dann eben sieht, wie aus so einer simplen Technik so ein tolles Bild entstehen kann oder so ein toller Effekt. Das sind so kleine Kniffe, aber auf die muss man halt auch erstmal kommen. Und ich zeige sie euch und hoffe, ihr könnt mir das auch wieder, könnt das auch wertschätzen und mich da auch ein bisschen unterstützen und pushen, indem ihr eben fleißig abonniert, die Glocke drückt und den ganzen Kladderadatsch, ihr kennt's ja. Da freue ich mich immer sehr und auch über die ganzen Nachrichten, die ihr mir schreibt, auch per E-Mails und so. Und dann einfach irgendwelche Leute schreiben, Alter, wieder mega geiles Tutorial. Hilft mir einfach mega viel. Das versüßt mir den Tag. Und hier setze ich jetzt eben, wie vor Eingang schon erwähnt, links die Schatten. Und dadurch wird das Ganze plastisch. Dadurch wird es dreidimensional, dadurch wird es geil, dadurch wird es authentisch. Und da bei den, wie gesagt, bei den unscharfen Sachen machen wir es Freihand. Bei den scharfen Sachen machen wir es natürlich mit der Folie. Wir können natürlich auch eine Abdeckschablone nehmen oder eine Freihandschablone und es oft per Freihand kurz machen. Wäre auch alles möglich. Wäre jetzt auch eher meine Wahl gewesen, aber ich habe mir gedacht, komm, ich mache es einfach so einsteigerfreundlich wie mir möglich. Und das war diese Option und deswegen habe ich es auch gemacht. Die ist zwar zeitintensiver und auch ein bisschen anstrengender, also eigentlich nicht anstrengend, aber zeitintensiver auf jeden Fall. Aber ich habe mir gedacht, für meine Community mache ich das doch gerne für euch. Und so kleben wir jetzt alle Tropfen wieder schön ab. Und ich sage es euch, das ist eine Arbeit, die macht richtig viel Spaß. Da brabbel ich wieder vor mir selber hin. Und da einfach nur gucken, dass eben wieder schön sauber sitzt. Dass man eher wieder, wenn dann nach innen reingeht, damit man eben keinen weißen Rand hat. Ist mir nicht überall gelungen. Das werdet ihr nachher auch irgendwann mal im Closer sehen, dass ich teilweise dann schon recht bisschen versetzt war, sodass eben eine Lichtkante noch übrig blieb. Fällt aber nachher im Endbild nicht auf. Also es ist nicht schön, man sollte darauf achten, aber in dem Fall fällt es so marginal auf, dass fällt gar keinem wirklich bewusst auf, wenn man es nicht wirklich sagt. Deswegen ist das da noch recht verzeihbar bei Tropfen, aber generell lieber darauf achten. Aber da habe ich dann, ja, haben meine Äuglein versagt. Man wird ja nicht mehr jünger. Und deswegen kleben wir jetzt einmal schön das Ganze auf.
Und wie ihr jetzt gesehen habt, brushe, habe ich jetzt natürlich die schönen Schatten wie oben schon bei den verschwommenen Tropfen unten links draufgesetzt. Und et voilà, was passiert? Die optische Illusion wird erzeugt. Da ist ein Schatten und etc. Und schon nimmt das Auge das als dreidimensionales Objekt wahr. Und das ist schon die ganze Magie. Und das hat aber immer einen coolen Effekt. Machen wir uns nichts vor, das sieht geil aus. Das ist super geworden. Und sowas macht mir halt richtig viel Spaß. Vor allem, wenn ich es euch zeigen kann, macht es mir richtig viel Spaß. Und euch das dann näher bringen kann. Und solche Techniken einfach. Die zwei Tropfen, die ich gerade abmaskiert habe, die hängen über dem Blatt. Da haben wir noch ein bisschen was Spezielleres. Da brushen wir nachher nicht nur links die Lichtquelle noch mal ein bisschen, rechts nachher im Schwarzen die Lichtquelle noch ein bisschen ein, sondern auch noch da, wo der Tropfen überhängt, weil da spiegelt sich das Licht natürlich durch, weil es transparent ist. Das war es nach klar. Und da kommt dann eben noch mal so diese Besonderheit mit rein. Aber wir sind mit den Tropfen noch nicht fertig. Wir wollen sie noch weiter verfeinern. Wir wollen sie noch weiter plastischer machen, wir wollen sie noch authentischer und noch schöner machen, und dafür können wir noch zwei Sachen machen. Und das eine ist dann einmal in dem schwarzen Innenbereich mit Weiß reinzuarbeiten, weil da spiegelt sich das Licht in so einem Tropfen wieder. Da könnt ihr mal gerne schauen bei Printist, einfach mal Wassertropfen eingeben, wie das sich teilweise spiegelt, und dann passt das nämlich schon ganz zu dem, was wir da haben. Und dann nehme ich euch jetzt nochmal richtig schön ran. Da hatte ich gerade ein bisschen Schiss, da hat die nicht gleich funktioniert, dass mir hier gleich wieder voll drauf saut. Deswegen nochmal lieber schnell vorne sauber gemacht und lieber zweimal auf Nummer sicher gehen, bevor ich den jetzt gleich voll spritze. Und genau, wir sprühen jetzt nämlich hier nochmal ganz sachte in das Schwarze hinein und machen da auch noch drei kleine Punkte rein. Und so wirkt das Ganze noch runder, noch besser und gibt einen noch krasseren Effekt. Wie gesagt, bei dem Tropfen-Tutorial mache ich es genau gleich, bloß mit noch ein bisschen mehr Varianz in der Form und in der Größe. Lohnt sich auf jeden Fall, das auch mal noch anzuschauen, falls ihr das noch nicht gesehen habt. Da habe ich aber einen schwarzen Hintergrund, und da kam dann schon eins der Problematik auf, dass natürlich der Schlagschatten auf Schwarz natürlich nicht so geil rauskommt wie jetzt hier. Hier wirkt der Effekt natürlich noch viel bombastischer, weil der Kontrast natürlich noch viel höher ist. Und wenn ihr jetzt die Tropfen jetzt schon anschaut, die gemacht sind, im Vergleich zu denen, die oben noch nicht diese zweite Spiegelung drin haben, dann sehen die natürlich dadurch noch viel besser aus. Also wir verursachen dadurch immer mehr, dass das Auge immer mehr getäuscht wird und immer mehr den Effekt der Dreidimensionalität in das Bild reinbringen. Und das wollen wir natürlich haben. Und dann sieht das ganz cool aus. Oben werde ich so ein bisschen noch das Ganze auch einarbeiten, aber nicht so stark. Und dann sieht das schon richtig cool aus. Also zu sehen, wie das immer lebendiger wird und immer besser und schöner aussieht, ist ein richtig geiles Gefühl und macht richtig viel Spaß, wenn man dann an sowas arbeitet und dann sieht so, boah, gibt einen coolen Effekt. Und dann auch meine Frau dann reinkommt und sagt, Heiland, zack, das sieht ja mal geil aus wieder, wie hast du das jetzt schon wieder gemacht? Die versteht immer gar nicht, wie ich das auseinander airbrushen kann, raushole. Das ist immer ganz cool. Und da eben die zwei Tropfen, wo ich gesagt habe, die Besonderheit, dass die eben überhängen über dem Blatt. Da ziehe ich nach unten rechts eben nochmal so einen hellen Lichtstrahl raus. Da ist einfach auch wieder wie bei dem Sternen, wie beim Sternen-Tutorial habe ich das mal gemacht bei dem Bild. Dann zieht man die eben so leicht raus. Und dann gibt es eben nochmal so einen schönen Effekt. Und ja, jetzt arbeiten wir eben nochmal einmal schön die ganzen Spiegelungen ein. Und dann kommt noch ein weiterer Schritt der Tropfen, damit die noch dreidimensionaler aussehen.
So, und jetzt kommen wir zum letzten Arbeitsgang der Tropfen. Und zwar setze ich hier immer ganz gern. Ist kein absoluter Muss. Also muss man nicht machen, aber kann man machen. Ich finde es irgendwie immer noch mal noch ein bisschen stimmiger. Und zwar setze ich noch mal so einen hinter dem schwarzen Schatten noch mal so einen leichten, hellen Lichtpunkt rein, sodass quasi sich das Licht noch mal im Wasser auf den Boden zurückreflektiert. Und das, finde ich, macht es immer noch so, das verbindet noch mal den Tropfen so ein bisschen mehr mit dem Untergrund. Das finde ich immer ganz noch ein bisschen authentischer, wenn ich ehrlich bin. Muss man nicht machen. Ist auch wieder eine optische Geschmackssache. Man kann es auch einfach weglassen und dann passt das auch schon sehr gut. Aber so finde ich es irgendwie noch ein Ticken geiler. Wie gesagt, oben arbeiten wir wieder etwas weiter ab vom Untergrund und dann unten natürlich wieder dicht dran. Und ich finde das einfach geil, dieser Unschärfeneffekt und alles. Also, ich feiere es voll. Mir hat es richtig gut gefallen. Und das sind jetzt nur noch die letzten paar Handgriffe. Was ich aber jetzt gleich noch machen werde, und das werdet ihr auch gleich sehen, ist einmal das... erstmal noch, stimmt, kommt nochmal der Stift zum Einsatz. Ich werde nochmal ein paar kleine, winzig kleine Punkte mit dem Stift einsetzen, damit ich nochmal so richtig harte Punkte kriege. Wollte ich einfach mal ausprobieren, wie es aussieht. Bin ich ganz ehrlich. Ich wollte einfach mal wissen, wie das noch kommt. Wenn man das nicht nur mit Airbrush macht, und habe mich dafür entschieden. Und wenn ich dann halt einmal anfange, dann ziehe ich es auch einmal durch, damit es auch stimmig ist und nicht nur an einem Wassertropfen so aussieht. Und dann habe ich mir gedacht, dann mache ich das jetzt einfach mal und bin damit sehr zufrieden. Sieht sehr, hat nochmal das gewisse Etwas gegeben. Hat mir nochmal gut gefallen und hey, warum nicht? Dafür habe ich das Zeug ja da. Hat mir nochmal gut gepasst. Da habe ich nochmal ein bisschen kurz den Rand nachgearbeitet, weil mir da habe ich ein bisschen zu wenig gebrusht an den Stellen mit Weiß. Da ging so ein bisschen der Tropfen generell verloren. Deswegen habe ich den da nochmal leicht nachgezogen. Und es fällt null auf. Das ist eben dieses Geile am Stift. Das ist die gleiche Farbe. Das wird alles gleich nochmal ein bisschen... Es wirkt nicht fremdlich oder so. Und jetzt habe ich eben gedacht, so beim letzten Betrachten des Bildes, was gefällt mir nicht, ist jetzt nachher der Rand vom Blatt. Also der Rand durchs Abmaskieren. Und deswegen, sage ich ja mal, bin ich nicht so der Fan vom Abmaskieren. Also ihr seht es, ihr benutzt es auch viel und auch gerne, ja. Aber hier wirkt jetzt das Blatt einfach so ein bisschen aufgesetzt auf den Hintergrund. Und um dem ein bisschen entgegenzuwirken, fahre ich jetzt nochmal mit dem Braun oder mit dem Schwarz, ich weiß gar nicht mehr genau, nochmal einmal die Kante ein bisschen entlang. Sehr dicht auch, damit es nicht verwaschen aussieht oder so, aber das bricht durch nochmal so ein bisschen diese extrem harte Schnittkante von der Maskierfolie. Und das finde ich einfach optisch schöner und deswegen habe ich es gemacht. Ist jetzt auch kein absoluter Muss und auch kein absoluter Beinbruch, aber gibt eben Ganzen einfach nochmal, finde ich, einen besseren optischen Eindruck. Deswegen fahre ich da, und das war schwarz, genau, ich bin nochmal mit schwarz lang gefahren. Noch einmal mit schwarz so. Ihr seht, sehr dicht nah ran an der Kante, damit sie leicht gebrochen wird, also minimal gebrochen wird. Und dadurch aber einfach nochmal ein bisschen dynamischeren Look kriegt, wie diese super harte Kante von der Abmaskierfolie. Und dann sind wir auch hier schon fast fertig. Fehlt nur noch eine minimale Kleinigkeit und das ist natürlich am Ende des Tages wieder die Signatur des Ganzen. Das machen wir natürlich wieder mit Stil, mit Glasfeder, so wie jedes andere Bild bis jetzt auch. Damit bleibe ich natürlich treu, für euch natürlich wieder im Stehen und nicht im Liegen, damit ihr das seht, aber ich habe die Kamera nicht wieder ausgerichtet, deswegen werdet ihr es trotzdem nicht sehen. Aber wie gesagt, hier nur noch die letzten paar Handgriffe von dem Ganzen und nochmal kleine Details oder leichte Nacharbeitungen. Da bin ich tatsächlich nochmal die Mitte nochmal ganz dezent mit Schwarz nachgegangen. Es ist ein sehr, also es ist natürlich ein verdünntes Schwarz, deswegen nicht ganz so wild, aber nur minimal nochmal ein bisschen die Rundung, die Tiefe nochmal zu verstärken. Und da haben wir das gute Stück. Ich finde es einfach cool. Hat irgendwie Stil. Ist mein Ding. Und deswegen bringen wir das Ganze da nochmal rein.
Aber wie gesagt, da wollte ich schon links ansetzen, dann gedacht, na, rechts habe ich aber mehr Platz. Dann passt es auch optisch besser von dem Ganzen. Und ja, da sind wir schon fertig mit dem Tutorial. Ich sehe jetzt hier gerade mal auf der Uhr, dass wir nicht mehr bei 1,20 sind, sondern bei 1,42. Es ist ein bisschen länger geworden als geplant. Aber ich denke mal, für euch wird es interessanter sein, vielleicht sowas mal komplett zu sehen. Also komplett zu sehen, ohne eine Beschleunigung. So seht ihr einfach mal, wie man ich generell in was von der Geschwindigkeit etc. ich arbeite. Und da könnt ihr vielleicht sogar noch mehr rausziehen als mit so einer Beschleunigung. Ich habe mir gedacht, komm, ich lasse das einfach mal so laufen und hoffe, die Länge passt trotzdem. Es ist ein bisschen arg lang geworden, ja. In den nächsten Videos werde ich definitiv nicht so lang machen, aber hier mal als kleine Ausnahme, warum nicht? Ich hoffe, es hat gefallen. Mir hat es mega viel Spaß gemacht. Wie gesagt, unterstützt mich gerne mit Liken, Abonnieren und Kommentieren. Fleißig machen. Das bringt mich natürlich weiter und auch weiter in den YouTube-Algorithmus. Das macht mir natürlich immer eine mega Freude. Und wie gesagt, wer mich gerne auch finanziell irgendwie einen kleinen Ovulus da lassen will für die ganze Arbeit, kann das auch gerne machen. Die ganzen Informationen dafür sind in der Infobox via PayPal oder Patreon. Würde ich mich auch sehr freuen. Wie gesagt, kein absoluter Muss, aber ein nice to have. Ich mache das Ganze ja auch gerne, aber es beansprucht natürlich auch mega viel Zeit. Kostet mich natürlich mega viel Zeit und auch Geld. Aber ich mache es, wie gesagt, gerne und auch für euch. Und in diesem Sinne wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Viel Spaß und viel Erfolg beim Airbrushen. Und wenn ihr irgendwelche Probleme oder Fragen habt, dann wisst ihr, der liebe Dave ist für euch da und schreibt mir einfach nur. Und dann werden wir da einen Weg finden. In diesem Sinne, reingehauen.